Ja, dann weiter zum Thema künstlicher Intelligenz. In den letzten Jahren haben sich Filme gehäuft, wo es darum geht, dass ein Mensch sich in eine künstliche Intelligenz verliebt. In der Wochenzeitung Die Zeit war unlängst auch ein Beispiel zu lesen, wo eine Frau sagt, eine Frau aus Deutschland, es ist wirklich wahre Liebe, die ich empfinde, meiner künstlichen Intelligenz gegenüber. Ob das möglich ist oder nicht, also das mit dem Verlieben klingt plausibel, das mit der wahren Liebe sei dahingestellt, werden wir heute Abend nicht lösen. Was wir heute angehen, ist die Frage, wie die ganzen Anwendungen, die künstliche Intelligenz ermöglicht, wie sie unsere Gesellschaft beeinflussen, wie wir damit umgehen müssen, sollen, dürfen, können, wollen. Und da habe ich hier auf der Bühne am Podium 4 Menschen, die sich damit aktiv auseinandersetzen, weil es in ihrer Berufswelt notwendig, sinnvoll und jetzt an der Zeit ist. Ich stelle Ihnen vor, die Frau Direktor Hemmer Poledner, sie leitet das BG, BRG und IB World School in Klosterneuburg. Und ihre Herausforderung ist es, Unterricht zu organisieren, trotz KI, mit KI, für KI, wie auch immer, das werden Sie uns dann erklären. Das ist sicher eine Herausforderung, das zu integrieren. Herzlich willkommen. Danke. Frau Professorin Alexandra Posecani. Sie ist Assistenzprofessorin an der TU Wien. Sie ist Mathematikerin und Bioinformatikerin. Das ist ja an sich schon ein interessantes Wort in Bezug auf KI, nicht Bioinformatik. Sie unterrichtet auch am TGM, wo die Schülerinnen und Schüler heute hier schon aktiv waren und immer noch sind. Und Sie unterrichten die Schülerinnen und Schüler einerseits, wie sie mit KI umgehen und andererseits auch, wie sie KI selbst entwickeln. Das heißt, diesen Aspekt werden Sie uns heute erläutern. Schön, dass Sie da sind. Und Herr Büroleiter Magister Wolfgang Ebner ist anstelle von Florian Turski hier, Staatssekretär für Digitalisierung. Wolfgang Ebner, kann man wirklich so sagen, ist der leitende Beamte in Österreich für Digitalisierungsstrategien und verantwortet damit auch die Frage, wie gesetzliche Rahmenbedingungen formuliert und geschaffen werden für künstliche Intelligenz. Eine spannende Frage, die Sie uns heute näher bringen. Herzlich willkommen. Benjamin Rathgeber, haben Sie vorhin schon gehört im Vortrag, aber für die, die vielleicht neu dazugekommen sind, er ist Professor für Natur- und Technikphilosophie an der Hochschule für Philosophie in München. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich fange bei den Damen zu meiner Seite an. Frau Direktorin, angeklungen ist es schon, das ist eine Riesenherausforderung. Wie gehen Sie denn in der Schule damit um? Verbieten geht wahrscheinlich nicht auf die Dauer, ist vielleicht auch nicht sinnvoll, aber einschränken muss man es. Wie kann man KI in der Schule sinnvoll einsetzen, ohne sie auszuschließen, sie zu integrieren und trotzdem nicht sie überhand nehmen zu lassen oder das Lernen komplett abzuschaffen? Ja, zuerst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich besonders auch gefreut, dass Schule hier, wenn es um ein so aktuelles Thema geht, gehört wird oder dass das von Interesse ist. Ich würde gerne mit einem Beispiel beginnen, das ich auch für Schule und für Unterricht und für Erziehung irgendwie sehr, sehr beeindruckend finde. Schachweltmeister Garry Kasparov, 1997, hat gegen den Schachcomputer Deep Blue in einer klassischen Wettkampfsituation in 6 Partien verloren. Das erste Mal Mensch verliert gegen Maschine. Kasparov war natürlich ein bisschen deprimiert und hat aber nicht
alle Flügel hängen lassen, sondern hat sich gedacht, so, was machen wir jetzt? Wir haben diese Situation, wir sind damit konfrontiert, das ist da. Und er hat Schachturniere oder vor allem ein großes Schachturnier danach organisiert, in dem alle möglichen Kombinationen zugelassen waren. Und zwar, Großmeister durften kommen, die besten Schachprogramme auf Computern durften laufen. Man durfte zu zweit, zu dritt, in Gruppen, wie auch immer spielen. Und jetzt ist es wirklich sehr interessant, wer am Ende bei diesem Schachturnier gewonnen hat. Es war kein Großmeister, es war auch nicht das beste Schachprogramm. Es war ein Team aus zwei mittelmäßigen Schachspielern, die gut Schach spielen konnten und die drei unterschiedliche Computerprogramme laufen haben lassen und mit denen gearbeitet haben. Die haben gewonnen. Und ich finde dieses Beispiel, ich komme dann vielleicht später noch einmal drauf zurück, eine sehr gute Metapher für die Frage, wie wir als Menschen mit KI umgehen können oder worauf es eigentlich ankommt und was man nicht vergessen darf. Die zwei haben einen Prozess gesteuert miteinander und waren noch einmal keine Großmeister. Das waren nicht die absoluten Superfuzis, sondern die waren einfach solide Schachspieler. Und wenn Sie mich jetzt fragen oder wir uns die Frage stellen, was machen wir in der Schule, dann muss man, glaube ich, einen Schritt zurücktreten. Weil wir als Schule haben die Aufgabe, wenn wir uns das Beispiel anschauen, zuerst einmal einen soliden Schachspieler auszurüsten, auszustatten. Einen mittelmäßigen, einen guten. Und dass wir das können, dazu brauchen wir die Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie, aus der Lernpsychologie. Wir wissen, dass ein Kind, das ohne Beziehung, ohne menschliche Beziehung aufwächst, große Deprivationserscheinungen hat, dass es Lerndefizite hat, Entwicklungsstörungen und so weiter. Also am normalen Lernen, an der Grundausstattung von Fähigkeiten, und da spreche ich wirklich über Lesen, Sprechen, Schreiben, Rechnen, kommen wir in der Schule nicht herum, auch wenn wir uns ganz positiv, und das tun wir, und wäre ja auch alles andere wäre unsinnig, und wenn wir uns ganz positiv zu allen möglichen KI-Instrumenten stellen. Weil KI ist eh überall. Es ist in den Windrädern, es ist in unseren mobilen Endgeräten, es ist in Deep Blue, es ist in den Algorithmen, die uns länger am Handy halten und so weiter. Das ist ja eh überall. Und da spannt sich aber dann auch schon die ganze Fragestellung für die Schule auf. Das eine ist, ich komme um diese Frage, wie ich ungestörtes Lernen ermögliche, nicht herum. Und das ist eigentlich ein Privileg, auch in unserer Bundesverfassung festgelegt, dass wir diesen Bildungsauftrag haben, dass Schüler einen Raum haben, in dem sie ungestört lernen sollen, können sollen. Das ist etwas, das aber Schule unter den heutigen Bedingungen nicht mehr alleine schafft. Da brauchen wir nämlich Regelungen. Da brauchen wir, ich kann auch nicht die roten Ampeln plötzlich nicht mehr schalten. Da braucht's etwas und das fehlt an Schulen, weil wir haben einerseits die Thematik der, ich reiße das jetzt nur mal an, es gibt bezahlte KI-Konzepte und Formate, die sehr sinnvoll, brauchbar, wichtig sind. ChatGPT ist erwähnt worden mit all seinen Schwächen, die sie im Moment noch hat, ob wir gebiased Ergebnisse haben oder Probleme mit Prompten. Also da fallen viele Dinge an. Und auf der anderen Seite haben wir eine ganz starke Entwicklung an KI-Produkten, die darauf angelegt sind, uns dran zu halten. Ein großes intellektuelles Potenzial ist da dahinter, dass nur das zum Ziel hat, uns dran zu halten, auch uns gut Konsumenten sein zu lassen. Das ist für unsere Kinder noch schwieriger als für uns Erwachsene. Wir wissen es, wir kennen uns selber, wie schwer das ist, bei dem Gedanken zu bleiben, wenn ich ein Handy in die Hand nehme. Ich will mich jetzt nicht zu sehr verbreiten, aber das sind so ein bisschen die Dinge. Und wenn man das Kasparov-Beispiel hernimmt, wir brauchen
Menschen, die so weit ausgerüstet sind, dass sie damit wirklich umgehen können. Da sehe ich aber das wirkliche Problem in der Gegenwart. Das ist für Schule, das zu leisten ist unter den Bedingungen, die ich danach skizziert habe, nicht mehr so einfach. Und da brauchen wir Unterstützung von außen. Und ich bin relativ optimistisch, dass die menschliche Interaktion, auch menschliche Intelligenz und unterschiedliche Formen von Intelligenz weiter sehr, sehr entscheidend und wichtig bleiben. Aber wir müssen uns darum kümmern, dass sie ausgebildet wird. Herzlichen Dank. Und besonders fit werden die sein, die KI-Systeme gut managen und nützen können für sich, indem sie sozusagen selber drüber stehen. Fit können nur die sein, die in den Grundfertigkeiten gut ausgebildet sind. Das hat letzthin immer wieder sind es Professoren von der TU, die man im Moment hören kann, die sagen, bitte schaut drauf, dass die Leute lesen können, wirklich längere Texte lesen können. Und ich meine, ich will nicht schwarz malen, wie kurz die Aufmerksamkeitsspanne von Jugendlichen, jüngeren Jugendlichen, aber auch von Erwachsenen ist. Also wir steuern da schon auf eine große Herausforderung zu. Danke sehr. Frau Professorin Bosekani, Sie unterrichten eben KI und sind also ganz viel im Austausch mit Schülerinnen und Schülern, die selbst enge Beziehungen zur KI haben. Welche Bereiche interessieren denn die Jugendlichen am meisten? Ich frage deshalb, weil ich mir denke, das sind wahrscheinlich auch so Anzeiger, was sind die zukunftsträchtigsten Bereiche der KI? Wo steuern wir hin? Wo zieht sie es ganz besonders hin? Gut, also wenn wir davon sprechen, dass die Schülerinnen und Schüler die Beziehung zur KI haben, dann ist das nicht die Liebesbeziehung, die wir zu Beginn als Einleitung hatten. Außer sie wollen das natürlich nicht mit ihren Lehrkräften teilen. Aber grundsätzlich sind die Interessensgebiete der Schülerinnen und Schüler, in denen sie KI angewandt sehen wollen, in denen sie sich damit näher beschäftigen wollen, genauso weit, breit und vielfältig wie die Menschen, die Schülerinnen und Schüler selbst. Da gibt es allein bei uns im Haus, im DGM, wir sind mit 7 technischen Abteilungen ausgestattet, die von Wirtschaftsingenieuren über Biomedizin und Gesundheitstechnik bis eben auch zu Elektrotechnik und Informationstechnologie reichen. Und für die Gesundheitstechniker ist natürlich ein ganz anderer Aspekt von KI relevant. Wir haben gerade in der Ausstellung vorher gesehen, dass inzwischen ein MR oder ein CT-Bild de facto nicht mehr in der ersten Durchgang von einem Menschen angeschaut wird, sondern bevor ein Radiologe jemals so ein Bild bekommt, wird es immer durch ein KI-System durchgejagt. Und das ist seit über 20 Jahren so und hat die Qualität des Gesundheitssystems massiv verbessert. Und wir alle sind froh darüber, weil wir alle wollen bei unserer Krebsdiagnose oder unserem Schlaganfall, dass die bestmögliche Diagnosemöglichkeit besteht. Und das ist auch für die jungen Leute, die sich in diesem Bereich zukünftig beschäftigen wollen, wichtig, dass sie verstehen, wie diese Technologie funktioniert, dass sie selber lernen, wie sie darin eingreifen können, dass sie sehen, sie selber den Zweck mitbestimmen können, dass sie sehen, dass der Zweck immer noch ein humaner Zweck ist, dass das eine sinnvolle Anwendung findet, jenseits von dem, was viel diskutiert, Schummelmöglichkeiten oder sonst etwas sind. Und auf der anderen Seite haben wir vielleicht Medientechnikerinnen und Medientechniker. Sie haben heute das Video gesehen von den jungen Burschen und Mädels, die sich in diesem Bereich ausbreiten. Und da sind generative Bilderkennungs- oder Bildgenerierungs-AIs, da sind Technologien dabei, die inzwischen Videos oder ganze Lieder mit Texten und Vertonung generieren, mit dabei. Auch das ist von massivem Interesse für Jugendliche, deren Interessensgebiet dort liegt. Das heißt, die Technologie ist so vielfältig, dass sie fast jedes Interessensgebiet mit abdecken kann, was einerseits schön ist und andererseits unheimlich ist, weil es in sehr vielen Bereichen ja auch damit eingreift. Eingreift in die Kreativität, eingreift in die Eigenständigkeit des Arbeitens, eingreift in die
in die Selbstständigkeit, sich einmal von Grund auf Dinge zu erarbeiten und zu erlernen. Ich selber bin Mathematikerin, ich selber habe 9 Jahre lang angewandte Mathematik an der HTL unterrichtet. Wir haben die Einführung der Taschenrechner überlebt in der Mathematik und das war in etwa so ein harter Schlag, ursprünglich für die Mathematiklehrkräfte, wie es jetzt in sehr vielen Bereichen diese KI-Systeme sind. Auf den ersten Blick hat es ausgeschaut, als wäre das das Ende des Mathematikunterrichts. Auf den zweiten Blick wird Mathematik immer noch unterrichtet. Und es ist immer noch wichtig, dass man gewisse Konzepte versteht. Und wenn ich in Taschenrechner was eintippe und ausrechne, dass der durchschnittliche Mensch 17,5 Meter groß ist, weil ich die 175 Zentimeter nicht gut umgerechnet habe, dann ist das immer noch genauso unsinnig. Und dann geht es hier um ein ganz anderes Grundverständnis, das wir prägen wollen und wo uns KI nicht unbedingt weiterhilft, weil sie sagt uns auch das, was wir am liebsten hören wollen, nicht das, was wirklich wahr ist oder das, was Verständnis bedingt, das Sinnvollste wäre. Das heißt, es braucht die Menschen, die KI kritisch bedienen und gebrauchen und es gibt jetzt auch keinen Großtrend, wo sie sagen, da geht's hin, sondern es ist breit gestreut in allen Bereichen des Lebens der große Trend. Ja, also das ist, glaube ich, die größte Erkenntnis, dass es inzwischen in so gut wie alle Bereiche vorgedrungen ist, dass wir bei Bildern nicht mehr sicher sind, ob sie original fotografiert worden sind oder ob sie inzwischen als Deepfake generiert worden sind. Dasselbe mit Videos, Ton und Stimmen. Das heißt, das, was Schule eigentlich als neuen Bildungsauftrag bekommt, ist das kritische Hinterfragen von den Dingen, die wir sehen, den Dingen, die wir lesen, ein Nachdenken über, was sind authentische Quellen, was sind vertrauenswürdige Quellen, was bedeutet verifizieren, was bedeutet Urheberschaft, wie kehre ich auf originale Autoren, Autorenschaft zurück, wie respektiere ich eine solche, wenn ich Daten als Trainingsdaten für solche KI-Systeme hernehme. Das heißt, all das sind Dinge, die wir weitaus kritischer zu hinterfragen inzwischen im Schulunterricht unterrichten müssen. Das geht weit über das technische Unterrichten von KI-Systemen hinaus und hat eigentlich überall in unserer heutigen Zeit Platz und Notwendigkeit. Ich greife ein Stichwort heraus, und zwar das Stichwort Urheberschaft, um auf Ihren Nachbarn zu blicken. Urheberschaft wird ja gesetzlich geregelt. Nun gehen Gesetze davon aus, dass Menschen für ihr Handeln Verantwortung tragen. KI kann keine Verantwortung für ihr eigenes Handeln oder Generieren von Inhalten tragen. Wie löst das die Gesetzgebung? Das ist eine gute Frage. Ein herzliches Grüß Gott zunächst einmal von meiner Seite. Ich darf auch die allerherzlichsten Grüße vom Herrn Staatssekretär übermitteln, der sehr gerne heute hier gewesen wäre, aber er hat aktuell die Aufgabe vom Herrn Finanzminister übernommen, das EU-Budget zu verhandeln und ist deswegen in Brüssel und hat mich geschickt und ist für mich natürlich eine große Ehre. Das ist eine sehr gute Frage, die der Urheberschaft, Entschuldigung, ich frage nur, ist es laut genug, sonst würde ich den Techniker bitten, ein bisschen oder hinaufzuschalten. Können Sie, ich werde es uns da ein bisschen näher halten. Entschuldigung. Ich möchte fast drüber schauen, das ist fast eine nahezu schon philosophische Frage. Wir haben uns mit diesem Thema schon bei der ersten KI-Strategie, die jetzt schon immerhin oder bei der ersten Ausprägung der KI-Strategie, wir sind ja derzeit schon im dritten Durchgang, diese KI-Strategie für Österreich zu aktualisieren, weil diese Entwicklungen im Bereich künstlicher Intelligenz so wahnsinnig dynamisch sind, dass sie ständig eigentlich einer laufenden Anpassung bedürfen. Und wir haben uns schon damals bei den rechtlichen Fragen, das ist eben in verschiedenen Clustern, sind diese Themen bearbeitet worden, und bei den rechtlichen Fragen ist eben die große Frage, Stichwort Haftung, Stichwort eben IP-Rechte, aber natürlich auch das Stichwort der Verantwortung, ist diese Frage erörtert worden. Und grundsätzlich könnte man jetzt annehmen, ja, es hat ja irgendwann einmal jemanden gegeben, der eine künstliche Intelligenzanwendung, ein künstliches Intelligenzsystem ins Leben gerufen hat. Das heißt, es gab einen Initiator, einen Menschen, der durch ein aktives Zutun eine KI
zum Leben erweckt hat, indem Informationen zur Verfügung gestellt wurden, aber auch vor allem Algorithmen zur Verfügung gestellt wurden, wie die Weiterentwicklung so eines KI-Systems, und wir reden ja immer von einer Weiterentwicklung. Wenn ich nämlich nur eine Lösung habe, sage ich jetzt einmal, die mir Aufgabe A und B immer in der gleichen Art und Weise löst, dann bin ich bei einer Robotiklösung. Das haben wir schon seit, ich möchte nicht sagen ewigen Zeiten, aber seit der Verwendung von Informationstechnologie und von digitalen Systemen schon seit längeren in Verwendung. Die künstliche Intelligenz, und das ist natürlich das, sage ich einmal, das wirklich die prägnanteste Abhebung von Robotiklösungen oder Systemen, ist ja in der Lage, sich selbst weiterzuentwickeln. Und das ist natürlich die große Frage bzw. die große Herausforderung, hier festzulegen, und da sind wir eben wieder im Endeffekt bei den ganzen Fragen Haftung und vor allem bei der Frage des Vertrauens, wo kommen diese Dinge eigentlich her? Ich muss Ihnen ganz offen und ehrlich sagen, eine Patentantwort auf diese Frage, wie wir das rechtlich regulieren können, haben wir noch nicht. Wir haben uns vor allem jetzt im Speziellen in der aktuellen Situation natürlich die Frage gestellt, nachdem wir auch, oder der Herr Staatssekretär die vollkommen verständliche Forderung aufgestellt hat, es muss schneller gehen, weil die Entwicklungen auf europäischer Ebene sich ja dann über mehrere Monate, wenn nicht Jahre jetzt dahin ziehen. Und er hat die Forderung aufgestellt, dass es so rasch wie möglich zu einer Regulierung kommt. Und wir haben diese Frage natürlich auch intern bei uns sehr lange diskutiert, und wir sind schon einmal, sage ich mal, bei der ersten großen Herausforderung haben wir sehr intensiv und lange diskutiert und sind nicht zu einer finalen Lösung gekommen. Wie mache ich das eigentlich? Mache ich ein Plattformgesetz? Mache ich einen Eingriff in verschiedene Materiengesetze? Mache ich ein eigenes KI-Gesetz? Das sind alles die Fragen, mit denen wir uns derzeit mit verschiedensten Stakeholdern, Justiz und so weiter und so fort natürlich beschäftigen. Also man kann die Frage noch nicht so klar beantworten. Es wird definitiv notwendig sein, dass diese Fragen beantwortet werden müssen. Ich muss auch dazu sagen, dass diese Frage, und wir gehen ja immer davon aus, nach dem Stufenbau unserer Rechtsordnung, müssen wir uns natürlich nach den europarechtlichen Vorgaben orientieren. Die Europäische Union hat sich schon vor ein wenigen Jahren eigentlich mit diesem Thema beschäftigt, hat begonnen mit ethischen Richtlinien. Das heißt also wirklich, ich möchte fast auch sagen, mit philosophischen Fragen eigentlich zu Beginn einmal beschäftigt, um überhaupt, ich sage jetzt einmal, auch in das Thema hineinzukommen. Das ist ein wahnsinnig komplexes Thema, das man nicht, sage ich jetzt einmal, in ein oder anderen Sitzung oder mit einem ein oder anderen Format abhandeln kann. Das äußert sich auch dahingehend, wir haben jetzt auf europäischer Ebene den sogenannten AI Act, der uns grundsätzlich Regelungen geben soll. In Wirklichkeit ist das Thema künstliche Intelligenz aber in diversesten anderen Rechtsakten, die teilweise schon seit Jahren verhandelt und erörtert werden, ob das der Data Act ist, der Digital Governance Act, der Data Governance Act, der Digital Service Act etc. Es kommt ja künstliche Intelligenz überall vor, genauso wie künstliche Intelligenz in verschiedensten Anwendungen heute schon gang und gäbe ist. Jede Wetterprognose, jede Verkehrsplanung etc. fußt im Endeffekt auf künstliche Intelligenz. Und das sind wahnsinnig komplexe Fragen, wo wir uns zwar schon länger damit beschäftigen, aber die finale Antwort haben wir leider noch nicht. Man ist auf der Suche, das ist ein sehr dynamischer Prozess. Weil Sie jetzt schon mehrmals zum Kollegen Professor Rathgeber hinübergeblickt haben, würde ich sagen, ich verzichte jetzt mal auf die Frage, die ich vorbereitet habe, und stelle sie gleich darüber. Es ist eigentlich eine sehr philosophische Frage, haben Sie es genannt. Wie ist das mit der Verantwortung und der künstlichen Intelligenz? Ja, die Schwierigkeit dabei ist, dass wir hier nicht mit einem Phänomen zu tun haben, das in irgendeiner Art und Weise den Status einer Person hat, sondern dass wir es letztendlich mit einem Phänomen, einem technologischen Phänomen zu tun hat, das uns suggeriert durch diesen Ausdruck KI oder AI, dass eine Art von Gegenstand oder eine bestimmte Sache sei. Und das bringt uns genau dazu, dass wir den Eindruck haben, ja, das ist doch eine Person und die verhält sich auch auf eine bestimmte Art und Weise, ein bestimmtes rechtliches Subjekt, und dementsprechend müssen wir doch der dann auch diese Verantwortung zuschreiben. Und da sind wir genau wiederum an diesem Punkt, dass wir uns von unserer eigenen Sprache an der Stelle tatsächlich verwirren lassen, in der Weise, dass KI in der kein Gegenstand ist, auch wenn diese Substantivierung KI uns dazu suggeriert, dass das so wäre. Ja, sie ist nicht wie ein
Tisch, ein Haus oder sonst irgendwas, sondern es ist eine Technologie, die in der Weise genutzt wird, um bestimmte Optimierungen zu vollziehen. Und damit ist es letztendlich ein gesellschaftliches Phänomen. Wir können da noch nicht mal mehr sagen, wer das entwickelt hat. Ja? Klar, wenn wir jetzt von ChatGPT ausgehen, dann ist es OpenAI, aber das ist natürlich eine Riesengruppe an verschiedenen Entwicklerinnen, die wiederum auf ganz verschiedene Sachen zurückgreifen. Also wir haben hier das ganz, ganz große Problem, dass wir einerseits den Eindruck haben, wir müssten das so behandeln wie eine Person. Gleichzeitig merken wir aber, dass das nicht funktioniert. Und jetzt ist natürlich die große spannende Frage, und das ist tatsächlich eine gesellschaftliche Frage, die auch nicht abschließend beantwortet werden kann. Also das ist jetzt auch nicht so, ich gebe eine Frage und dann habe ich zum Schluss eine Antwort und jetzt regeln wir das, sondern das ist natürlich ein dynamischer Prozess, der nicht abgeschlossen wird und der uns einfach weiterhin begleiten wird. Und die spannende Frage wird, wie kriegen wir das halt gesellschaftlich so hin, dass wir natürlich diejenigen Werte, die uns wichtig sind, dass wir die sinnvollerweise weiterhin einlösen können. Und das wird, glaube ich, die große Herausforderung sein und daran müssen wir arbeiten. Damit müssen wir gemeinsam arbeiten. Wir als Philosophinnen müssen sagen, eher über die erkenntnistheoretischen Fragestellungen nachdenken. Die Juristinnen müssen eher dann wirklich über die gesetzlichen Fragen, die PolitikerInnen müssen über die Rahmenbedingungen nachdenken. Also das ist wirklich ein Zusammenspiel von uns allen, in dem wir gesellschaftlich einfach gefordert sind. Und deshalb, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir da tatsächlich diesen gemeinsamen gesellschaftlichen Diskurs auch führen. Zum gemeinschaftlichen Diskurs würde ich jetzt gerne auch unser Publikum einladen. Ich bräuchte noch eine Hilfe vielleicht, Andreas oder Samira, das Mikrofon ins Publikum zu bringen. Entschuldigung, dass ich das jetzt so spontan mache, aber das Mikrofon ins Publikum zu bringen, wenn es die eine oder andere Frage gibt. Ja, in der ersten Reihe, in der zweiten Reihe und dann da hinten. 1, 2, 3, 4. Bitte sehr. Erstens danke für die Beiträge. Euch allen, Ihnen allen und auch der Moderation. Das ist sehr wohltuend, von welcher Seite aus das beleuchtet wird. Und kritisches Denken, also schon, ich habe ja schon vor einer Weile studiert, haben wir seinerzeit an der Uni schon gesagt, dass das eine wichtige Kompetenz sei. Ich würde mir wünschen, wenn KI ein Trigger auch, ist. Entschuldigung, vielleicht auch ein bisschen lauter drehen. Probieren wir es mal. Okay. Kritisches Denken, wenn KI ein Trigger wäre, um kritisches Denken wieder hereinzubringen, dann wäre das aus meiner Sicht eine echte Erfolgschance, sozusagen. Weil das fällt sowieso aus meiner Sicht. Und ich möchte auf Ihre Forderung, dass die Leute lesen können sollen, möchte ich noch, das würde, finde ich unbedingt wichtig und das würde ich noch stärker betonen, ich meine, dass jeder Maturant und jede Maturantin in Österreich in der Lage oder in Europa in der Lage sein müsste, auf einer Metaebene über Sprachen sprechen zu können. Ich glaube, dass das ist mehr als lesen zu können und ich glaube, dass man das fordern müsste, dass ein Schüler, eine Schülerin in der Lage ist zu erkennen, was für eine Sprache wird da gesprochen. Egal, ob in TikTok, von einem Politiker. Also das wäre aus meiner Sicht eine Ermächtigung, die mir massiv fehlt. Und wir sind eher so ein bisschen lustig, bewegen wir uns so in die Richtung, gehen wir Merkur. Ja? Auch das kann man auf der Metaebene, oder ich mache dich AKH, um das noch mehr zu pointieren. Ja. Auch das könnte man auf einer Metaebene, aber Sprache auf einer Metaebene darüber verhandeln zu können, und dazu muss man sich wirklich damit beschäftigen. Das ist das eine. Und ein anderes Thema, das mir... es ist ja so, wenn neue Entwicklungen kommen, heißt das ja nicht, dass alle anderen, die vorher schon da waren, immer falsch sind oder obsolet werden. Und ein Punkt, der mir Sorgen macht, das ist das Thema Bewegung.
ich habe irgendwo eine, vor kurzem eine Studie, von einer Studie gehört, gelesen, Ö1 ist immer so gescheit, die bringen solche Sachen, dass irgendjemand festgestellt hat, dass die Kinder dadurch, also viel, weiß nicht, dass sie so viel an Medien, an technischen Medien hängen, wesentlich weniger Bewegung machen und sie tatsächlich im Vergleich zu vor 20 Jahren Lerndefizite haben, weil offensichtlich, war die Schlussfolgerung dieser Studien, eine motorische Bewegung mit Lernen verbunden ist. Und wenn die motorische Bewegung wegfällt, passieren manche Lerndinge nicht. Und das ist also mein zweiter Hinweis oder meine zweite Sorge. Das ist eh schon so vernachlässigt, dass KI hin oder her oder trotz KI oder erst recht bei KI solche Dinge nicht zu vergessen. Frau Direktor, Sie haben genickt. Wollen Sie darauf reagieren? Ich teile gern mein Mikrofon jetzt mit Ihnen, damit das andere im Publikum bleiben kann. Sollen wir zuerst mal die Fragen sammeln und dann in der Gruppe reagieren? Gut? Bitte sehr, Sie sind schon dran. Danke für das Wort. Ich möchte eine Frage speziell an die zwei Damen richten, weil sie in der Pädagogik tätig sind. Und mich interessiert konkret, wenn Sie sagen, wir müssen den Menschen beibringen, erstens die Grundfähigkeiten, die ein Taschenrechner hat oder eine KI hat, also Lesen, Schreiben, Rechnen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie man mit KI und Taschenrechnern effizient umgeht und dann komplexere Fragestellungen auf Basis dessen beantworten zu können. Wie wollen Sie das oder wie setzen Sie das konkret um im pädagogischen Betrieb? Haben Sie dann niedrigere Schulstufen, wo Sie KI verbieten und dann höhere, wo Sie spezifisch darauf bilden? Oder geht das parallel oder können Sie konkrete Beispiele nennen, wie Sie das Thema angehen? Danke für diese Frage. Sie beiden merken sich das. Und wir haben, ja genau, da hinten zuerst und dann wieder weiter vorne. Meine Frage ist eher... Entschuldigen Sie, die Dame hinten war ein bisschen vor Ihnen dran, aber Sie kommen ganz sicher jetzt gleich dran als Nächster. Danke. Sorry. Danke, ich möchte zwei schlichte Fragen stellen. Und zwar vor einiger Zeit ist ein Universitätsprofessor im Ö1 interviewt worden. Wie halten Sie es mit dem Gebrauch von KI bei Abschlussarbeiten? Man kann es ja nicht verbieten, was er richtig gesagt hat. Also natürlich muss er akzeptieren, dass die Arbeiten mit Hilfe von KI gemacht werden. Irgendwelche Abschlussarbeiten, Bachelor oder was auch immer, oder dies, ich weiß es nicht. Aber er hat dann dazu gesagt, umso wichtiger ist das persönliche Gespräch. Es wird die schriftliche Arbeit nicht mehr in dieser Form die Wichtigkeit haben, sondern vielmehr das persönliche Gespräch. Das wäre eine interessante Frage an Universitätsprofessoren und an die Damen, die unterrichten. Und die zweite Frage ist auch ganz schlicht. KI und Internet und KI leben ja von Daten. Wo bekommen die diese Daten? Das allein ist doch schon ein unheimlich weites Feld. Wie weit kann ich, wenn ich Daten verwende, ja schon etwas beabsichtigen? Wie kommt man zu Daten ganz allgemein? Und auch das KI braucht ja ganz besonders klare, reine, sage ich einmal, Daten. Diese zwei Fragen wären es. Danke. Danke sehr und bitte um Verzeihung dem Herrn hier vorne. Ich habe mich unpräzise ausgedrückt, weil ich die Reihen da weiter hinten so schlecht zählen kann. Okay. Ich habe keine pädagogische, sondern eine eher philosophische Frage. Wäre es sinnvoll, die Entwicklung von künstlicher Intelligenz als weitere Stufe in der Evolution des Lebens zu sehen? Vielen Dank für die spannende erste Fragerunde. Sie kommen dann in die zweite Runde, Herr Spitaler, in der zweiten Runde. Sie sind finster, wenn ich den falschen Namen sage, bitte um Entschuldigung. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt einmal eine erste Runde wieder am Podium und dann bitte die Hände wieder in die Höhe. So,
die zwei großen Fragen waren einmal pädagogischer Art, nämlich wie ist das mit der Chronologie des Lernens und wie ist das mit den Abschlussarbeiten, und dann kommen die Datenmengen. Sie haben das Mikrofon schon in der Hand, Sie bekommen es dann gleich von mir. Gut, danke. Das ist eine Frage, die uns gerade sehr aktiv beschäftigt. Ich gehöre auch zum Beratungsgremium des Bildungsministeriums für die Neugestaltung der Lehrpläne. Mein Schwerpunkt ist die Sekundarstufe 2 und die berufsbildenden höheren Schulen, aber auch die allgemeinbildenden höheren Schulen. Aber diese bauen natürlich auf die Sekundarstufe 1 und die Volksschulen und eigentlich auch die Kindergärten. Und daher ist die Überlegung, wie viel kann man in welcher Altersgruppe zumuten, wie viel bewussten, verantwortungsbewussten Umgang mit solchen Technologien, mit denen die Kinder immer und überall schon automatisch konfrontiert sind, wenn viele Eltern ihre Kinder noch bevor sie in die Schule kommen mit dem Tablet beschäftigen, damit sie ruhig sind, dann werden sie früher oder später auch mit KI automatisch in Berührung kommen. Und daher ist die Frage, verbiete ich das bis zu einer gewissen Altersgruppe, eigentlich keine Frage, die wir uns stellen dürfen, sondern die Frage ist, bitte fangen wir so früh wie möglich an, einen verantwortungsbewussten Umgang zu lernen und gleichzeitig so weit wie möglich auch diese Grundskills trotzdem noch zu fördern. Wir lernen ja trotzdem noch in der Volksschule, wie man addiert, subtrahiert, multipliziert und dividiert, auch wenn wir die Taschenrechner dann später zulassen. Das eine schließt das andere grundsätzlich nicht aus, und genauso brauchen wir das sinnverstehende Lesen als eine Grundkompetenz, allein um schon den Output von diesem ChatGPT zu verstehen, weil das ist sonst de facto ohnehin sinnbefreit, was da geschieht. Dementsprechend glaube ich, ist das nicht die Problematik, dass wir es verbieten wollen. Ganz im Gegenteil, wir wollen es haben. Worüber wir uns sehr viel Gedanken machen müssen, ist, was ist ein altersgerechter Zugang? Weil wir haben für sehr vieles fachdidaktische und pädagogische Theorien, aber natürlich noch längst nicht für KI, weil dafür ist die Technologie viel zu neu, als dass wir eine Idee hätten, in welcher Entwicklungsstufe des Gehirns bei einem Kind ist wie viel schon zumutbar, wie viel Abstraktionsvermögen geht da, mit was geht man rein. Man wird in sehr vielen bildlichen Dingen hineingehen, weil dieses philosophische Abstraktionsvermögen gar nicht möglich ist unter einer gewissen Altersstufe. Und daher sehr wohl aber da einen Aufbau dieses Bewusstseins für Daten, die man automatisch hergibt. Ich schlage da kurz eine Brücke zu der Frage von der Dame von hinten. Daten geben wir alle ständig her. Wenn wir uns in unseren E-Mail-Account einloggen, am Handy hier herumlaufen, Ihr Handybetreiber weiß sehr genau, wo Sie sich wann befinden, und all das wird de facto mitgespeichert. In Covid-Zeiten war dann kurzfristig die Rede davon, dass das hergegeben wird, weil es wichtig war für das Infektionstracking. Aber grundsätzlich, diese Daten stehen immer und überall zur Verfügung. Und wenn Sie sich gratis irgendwo anmelden, dann bezahlen Sie de facto mit Ihren Daten. Das ist nicht immer in aller Bewusstsein. Und daher, diese Daten werden im großen Stil von Meta und von anderen Betreibern ohnehin automatisch mitgesammelt, ohne dass wir aktiv was dafür tun müssen, weil sie Ihnen ja jede Menge Services von der Suche bis zum E-Mail-Account zur Verfügung stellen. Und dann bei der Gelegenheit auch die Brücke zurückgeschlagen zu Abschlussarbeiten, weil das ist die höchste Stufe dieses Ausbildungslevels. Also der Umgang mit, wie gehen wir mit KI bei Abschlussarbeiten verantwortungsbewusst um, wie kontrollieren wir das, ist derzeit ein Wildwuchs zwischen den Hochschulen, zwischen den Schulen. Die AHS sind absolut verzweifelt, weil ihre vorwissenschaftlichen Arbeiten waren Recherchearbeiten, und das kann ChatGPT weitaus besser als 80% der Schülerinnen und Schüler, weil das, was schriftlich herauskommt, eine bessere Qualität hat. Während die HTLs relativ schmerzbefreit sind. Die Schülerinnen und Schüler, die Sie heute gesehen haben, sind alles meine Schülerinnen und Schüler, deren Abschlussarbeiten ich gerade aktiv betreue. Ich sehe die 6-8 Stunden pro Woche, um sie bei ihren Abschlussarbeiten zu betreuen, jede Woche. Ich weiß sehr genau, was sie können und was sie nicht können.
Ob sie jetzt sich beim Schreiben helfen lassen, sehe ich relativ schmerzbefreit, weil ich will ihnen eine technische Ausbildung geben, das ist mein Lehrauftrag. Sie sollen verstehen, was sie tun, sie sollen auf einer Metaebene verstehen, was sie tun. Ob sie dabei mehr oder weniger skilled sind, im elegante deutsche Sätze formulieren, ist vielleicht nicht der Anspruch dessen, was eine berufsbildende Schule hat für eine solche Abschlussarbeit. Daher ist sehr wohl auch eine der Fragen, die ich dann an den Kollegen hier weitergebe, was wir brauchen, ist ein entsprechender Betreuungsschlüssel für die Hochschulen, genauso wie für alle möglichen Abschlussarbeiten. Die AHS haben nicht einmal eine einzige Stunde, die Lehrkräfte bezahlt werden, dass sie die Schülerinnen betreuen bei den Abschlussarbeiten. An der Fachhochschule, wo ich Abschlussarbeiten betreue, bekomme ich 90 Euro pro Arbeit bezahlt und nicht eine einzige Minute, die ich aktiv in die Betreuung stecken müsste. Das ist meine zusätzliche Freude und Freizeit, dass ich mich mit diesen Leuten alle zwei Wochen hinsetze und eine halbe Stunde oder Stunde interagiere. Wenn wir ein qualitativ hochwertiges Ausbildungssystem haben wollen, wenn wir wollen, dass Abschlussarbeiten noch auf einem qualitativ hochwertigen System-Level funktionieren, dann braucht man auch diese Betreuungszeit. Das gebe ich hier gleich mal in die Diskussion. Ja, ich würde jetzt ganz gern den Bogen zuerst noch zur AHS schlagen und dann... Stichwort AHS ist mehrfach gefallen. Ich gebe Ihnen das Mikrofon. Dankeschön. Ja, danke für Ihre Fragen. Wir verbieten an der Schule kein KI. Ich würde trotzdem gerne von der Metaebene ein bisschen runter auf die Mikroebene kommen und zwei, drei Schlaglichter auf den Schulalltag werfen. Also die eine Sache, ich bin Ihnen sehr dankbar für das Beispiel mit den Taschenrechnern. Bin keine Mathematikerin, wir diskutieren über das immer wieder und für mich ist diese Frage nicht so eindeutig beantwortet. Wir haben ja eine Reform der Reifeprüfung bei uns und die geht wieder in die Richtung, dass mehr Kopfrechnen und mehr wirkliches Rechnen stattfinden soll. Ich habe eine Kollegin, die unterrichtet Krankenpflegerinnen, die können im Nachtdienst nicht mehr die Medikamente, die sie verabreichen sollen, im Verhältnis verdünnen oder wie auch immer. Also entsprechend der Dosierung, die empfohlen ist, was früher für ausgelernte Krankenpflegerinnen kein Problem war, die haben genau mit dem, was Sie beschrieben haben, kann ich das überhaupt abschätzen, ob das der Realität entspricht, diese Zahlen, die mir irgendein Taschenrechner ausspuckt, große Probleme. Das sind jetzt keine unbedingt AHS-Absolventen. Aber diese Frage, Taschenrechner, und es hat eh nichts aus, das war ja eh kein Problem, das haben wir jetzt und deswegen hat sich nichts geändert in der Mathematik, nehme ich in unserer Schule auch von den Mathematikerinnen und Mathematiklehrerinnen anders wahr. Die sind mit der Universität Wien sehr eng verbunden, auch in dieser Frage und da geht es ganz stark um diese Frage, haben wir überhaupt wirklich noch genug genau diese grundlegenden Dinge in unserem Unterricht, wo sie wirklich ein Gespür dafür entwickeln, ob das stimmt, was da mir mein Gerät ausspuckt. Das finde ich wirklich wichtig, das sind für mich wichtige und nicht ganz so eindeutige Antworten, na ja, das haben wir und das hat eh nichts geändert, es geht uns in Mathematik trotzdem gut. Irgendwie komischerweise, wenn wir uns die Zahlen anschauen, ja nicht. Zweite Sache ist, anderes Beispiel, eine Schule, die etwa, eine kleine Schule hat 300 Schülerinnen und Schüler, nicht mal ganz. Der IT-Beauftragte dieser Schule, es ist übrigens eine konfessionelle Schule, um 11 Uhr Vormittag, vierte Stunde, ruft den Direktor an und sagt ihm während der Stunde, es sind bei dir 78 gerade aktiv auf TikTok. Diese Schule hat eine Handyregelung und hat nur eine Klasse in der Oberstufe, sonst nur eine Unterstufe. Sie können sich ungefähr ausrechnen, wie viel das sind. Wir haben auch eine Handyregelung und wir sind mit diesem Problem genauso konfrontiert, dass wir uns ganz ernsthaft fragen, wie viel konzentrierte Lernzeit ist da möglich? Da reden wir jetzt nicht über das Lernen und das Auseinandersetzen mit einem interessanten KI-Programm. Ich habe das vorher schon gesagt, das fände ich total spannend und wichtig, dass wir das mit Schülerinnen und Schülern machen und entwickeln und dass die eben das, was sie können, da probieren, kritische Fragen stellen, Sprache auch wieder genau nehmen.
Wunderbar, aber da sind wir weit entfernt. Wir sind in der Realität da, dass wir einen ungestörten Unterricht, da tun wir uns schwer, da tun wir uns sehr, sehr schwer. Wir haben auch Schülerinnen und Schüler aus unserer Schule heute da. Die werden mir wahrscheinlich recht geben, die Bewegungen, die während der Stunden sind, weil ich unbedingt jetzt auf BeReal oder auf TikTok irgendwas posten muss. Und das macht was mit unserer Lernqualität und mit der Effizienz, die in den Stunden passiert. Das ist jetzt schon nur ein Nebengleis von KI in dem Sinn, wenden wir es im Unterricht an oder nicht, aber doch wieder nicht, weil eben KI überall ist und uns die Regeln fehlen und uns die Klarheit fehlt, mit welchem Alter, in welcher Altersstufe ist was überhaupt sinnvoll. Wir haben ein gemeinsames Projekt mit allen Volksschulen Klosterneuburgs, Neue Mittelschule Klosterneuburgs gemacht. Alle, auch in den Volksschulen, sagen uns, das ist ein riesiges Problem. Die Kinder sind nicht genug bei der Sache mehr. Auch die Kleinen haben ihre Handys in der Hosentasche und das lenkt sie ab. Ein großes Thema von dem, obwohl wir an unserer Schule zum Beispiel eine Regelung haben, dass wir sagen, von 8 Uhr bis 13.35 Uhr sind die Handys im Spind oder abgeschaltet. Geht nicht, das geht nicht, das halten die nicht aus. Es gibt Weinkrämpfe, wenn irgendwo mal ein Handy womöglich, gibt es alles Mögliche. Das ist ein echtes Problem. Das dritte war die Daten. Woher kommen die Daten? Ja, ich meine, da finde ich diese Beispiele so spannend. Wenn wir ChatGPT fragen, wer waren die erfolgreichsten Unternehmerinnen und Unternehmer der letzten 50 Jahre, bekommen wir lauter weiße Männer als Antwort. Wir haben ein datengefüttertes Instrument, das aber von einem bestimmten Erdteil gefüttert wurde, sage ich jetzt einmal. Also wie der Herr Professor das vorher gesagt hat, es ist nur das drinnen, was wir hineingeben. Was anderes ist nicht da und daher kriegen wir keine anderen Antworten. Das zu durchschauen und die Schülerinnen und Schüler so auszurüsten, das ist durchschauen, ist mein Thema und mein Problem oder unser Problem an der Schule. Dass wir das schaffen und das wird immer schwieriger, weil die KI uns nicht nur ein interessantes ChatGPT und Pö und was es alles noch gibt liefert, sondern weil wir durch die KI einen starken Sog von Instrumentarien haben, die Aufmerksamkeit fordern und Stress machen und die Ruhe zu lernen stören, um das mal so zu sagen. Und das steht sich auch irgendwo im Weg, weil es ist ja schade, warum können wir nicht diese mittelmäßigen guten Schachspielerinnen und Schachspieler ausbilden? Oder wieso tun wir uns dabei jetzt immer schwerer? Ich bringe das absichtlich mit dieser Problematik, um nicht nur zu sagen, ja klar, tolles Instrument, wir werden es verwenden und besser, wenn wir unsere menschliche Intelligenz kooperativ dafür einsetzen. Und wichtig ist auch, dass die KI dazu da ist, dass wir Beziehung zu uns, zur Welt, zu Dingen herstellen können und nicht in die Einsamkeit und in die Isolation gehen. Das sind lauter Fragen, die wir uns stellen müssen, wenn wir mit KI und Jugendlichen umgehen. Sind das Dinge, die uns zu was Sinnvollem, nutzen wir es doch so, ist möglich, zu was Sinnvollem, zu was Kooperativem. Aber das ist etwas, was wir wiederum menschlich leisten müssen, weil die Problematik und das, glaube ich, ist für viele, die in der Schule sind, kein Geheimnis, dass wir eben Einsamkeit, Depressionen, Bewegungsprobleme tatsächlich, wir haben die Situation, dass die Entfernungen nicht mehr abschätzen können, da gibt es mittlerweile auch Studien dazu, im Sportunterricht Probleme, dass sie nicht mehr fallen können, viele Kinder. Das klingt jetzt nach Schwarzmalerei, aber es sind halt die Fakten, wo ich mir oft wünschen würde, dass man sich damit auseinandersetzt, auch bildungspolitisch und auch im Sinne von Regelungen. Wir würden niemals unsere 6-, 7-, 10-, 11-jährige Tochter in eine Großstadt mitten auf die Kreuzung stellen und sagen, mach einmal. Aber es ist uns zu mühsam, dass wir uns das TikTok genau anschauen und mit unserem Kind durchgehen. Oder. Danke sehr. Flammendes Plädoyer.
Herr Magister Ebner, Sie haben auf die Datenfrage reagiert und auch die Rahmenbedingungen gehen da noch in Ihre Richtung. Vielleicht nur ganz kurz eine Anmerkung, nachdem meine Frau für Englisch- und Geografie-Professorin ist an einem Gymnasium, kann ich das nur nachempfinden. Es sind manche Abende, die meine Frau hinter dem Schreibtisch bzw. am Schreibtisch verbringt, den mit mir oder mit uns als Familie. Gott sei Dank gibt es so engagierte Lehrkräfte, die eben dieses Betreuungsthema allen voran, Stichwort vorwissenschaftliche Arbeiten oder Ähnliches, so ernst nehmen. Und das freut mich, habe ich immer gedacht, dass meine Frau besonders engagiert ist. Aber Gott sei Dank gibt es noch mehr. Und das ist sicherlich eine große Herausforderung, das ist überhaupt keine Frage. Zum Thema der Daten, das ist eine Diskussion, die ja auch zum Teil öffentlich in den letzten Monaten sehr intensiv geführt wurde. Es gibt ja namhafte Wissenschaftler in Österreich, die, ich sage jetzt mal, massive Forderungen, es geht natürlich hier immer am Ende des Tages um die Ressourcen auch, die hier bereitgestellt werden, die gefordert haben, dass Daten, und das sind grundsätzlich, das ist die Grundlage für künstliche Intelligenz, Daten vor allem voran natürlich qualitätsvolle Daten, weil nur aufgrund eines ausreichenden Datenmaterials kann auch tatsächlich qualitätsvolle künstliche Intelligenz eben entstehen. Dem hat die Politik schon Rechnung getragen, zum Teil im Kleinen. Wir haben eine Plattform DataGVAD, die öffentlich oder offen genutzt werden kann für die Entwicklung von Anwendungen und wo auch ganz spannende Anwendungen schon entstanden sind. Wir haben aber jetzt im Speziellen, weil natürlich der Demand bzw. die Nachfrage im Rahmen der künstlichen Intelligenz, allen voran von der Wissenschaft natürlich und für die Forschung, sowohl für die angewandte Forschung wie auch für die Grundlagenforschung ganz groß ist, dass hier, weil der Bedarf an Datenmaterial natürlich exponentiell gestiegen ist, dem haben wir auch oder dem tragen wir auch Rechnung. Wir haben uns intensiv mit dieser Frage beschäftigt und das ist auch im Rahmen der Budgetverhandlungen konnten wir auch gemeinsam mit dem Wissenschaftsministerium auch erreichen, dass wir hier einen Schwerpunkt setzen, beziehungsweise wird das Wissenschaftsministerium einen Schwerpunkt setzen. Es wird in Österreich auch den Ausbau, beziehungsweise man wird herangehen, dass also hier auch Datenzentren, beziehungsweise Stichwort Quantencomputing, neue Technologien zum Einsatz kommen, dass also auch tatsächlich diese, einerseits die Rechenleistungen, aber auf der anderen Seite vor allem also auch tatsächlich der Ort, wo Daten eben vor allem auch in Österreich tatsächlich also zur Verfügung gestellt werden, also einerseits gespeichert werden, aber natürlich auch zur Verfügung gestellt werden, das haben wir ganz oben auf der Agenda natürlich, weil das eine der Grundvoraussetzungen ist, dass sich künstliche Intelligenz so auch, dass wir auch das Ganze wirklich also tatsächlich gestalten können, damit wir das also im Griff haben. Das ist eben eines der großen Ziele, das wir jetzt in den nächsten Monaten und Jahren schon angegangen sind und derzeit also jetzt noch stärker mit den Impulsen versetzen werden. Herzlichen Dank für diesen Einblick. Ich eröffne damit die zweite Fragerunde. Ist das okay? Gut. 1, 2, 3, 4 und dann die... Ups. Ja, bitte, Markus. Die philosophische Frage. Vielen herzlichen Dank. Danke. Ja, Herr Professor, ich hab schon so auf Sie geschaut, ich habe mir gedacht, jetzt, Sie haben noch nichts gesagt, da fehlt noch was und gestimmt hat es. Danke, Markus. Ich gebe Ihnen das Mikrofon. Ja, die Frage war dahingehend, ob KI der nächste Schritt der Evolution darstellen könnte, ne? Ja, und das hängt natürlich davon ab, wie ich KI begreife. Wenn KI, so hatte ich es ja in dem Vortrag auch angedeutet, als eine Technologie begreife, die halt darauf angelegt ist, sich zu verselbstständigen in einer Weise, dass sie irgendwann genau dasjenige selber alles einlösen kann, was wir halt klassischerweise mit ihr eigentlich, was wir hier vorgeholt haben, dann wäre das tatsächlich der Fall. Und es gibt durchaus WissenschaftlerInnen, die das so beschreiben. Ich halte das für keine überzeugende Darstellung, sondern ich würde behaupten, dass wir zwar in der KI einen wirklich neuen Schritt der Technologie in der Weise erreicht haben, den wir vorher in der Weise noch gar nicht irgendwie uns vorstellen konnten, nämlich dass wir tatsächlich dynamische Systeme haben, die sich selbst optimieren können. Das ist unglaublich und Sie wissen ja alle, welche Möglichkeiten daraus erwachsen. Aber das ist keine Technologie im Sinne von, die wird jetzt zu einer eigenständigen Entität,
Sie ist eine Technologie, die uns als Menschen ermächtigt. Und das hat Technologie schon immer getan. Auch die ersten Werkzeuge waren Formen der Weltermächtigung. Und die haben natürlich wesentlich zur Entwicklung der Menschheit beigetragen. Es gibt die Menschheitsgeschichte nicht ohne die Entwicklung der Technik. Aber das ist ein Verhältnis zwischen Mensch und der Technik. Die Technik ist eine Form, eine Weise, in der sich der Mensch reproduzieren kann und seine Möglichkeiten erweitern kann. Und was immer wieder halt auftaucht, und ich glaube, dass das ein Selbstmissverständnis ist, dass ab einem bestimmten Punkt die Technik sich gegen den Menschen stellt. Das gab es auch bei den vorhergehenden Revolutionen schon. Und die große Aufgabe, ich glaube, aus der philosophischen Seite, aber auch aus der gesellschaftlichen Seite insgesamt, ist eine, dass wir uns klar machen, was tun wir da? KI sind wir in gewisser Weise in unserer Form, unserer Vernunft als Reproduktionsmöglichkeit, dass wir diese Formen, die wir normalerweise kognitiv einlösen, jetzt in ein reproduzierbares Schema überführt haben, damit aber dann wiederum etwas vergrößern können, was wir in gewisser Weise in unserer eigenen, in den eigenen Bedingungen, die das ermöglicht haben, tatsächlich dann wiederum zurückspielen. Und mit diesem zurückspielenden Charakter müssen wir uns auseinandersetzen. Vielleicht eine Bemerkung zu dem, was wir auch jetzt gerade vorher. Warum passiert es gerade, dass wir immer stärker in diese Formen von Verlust von kritischem Denken in Form von Automatisierung abgleiten? Naja, weil wir in gewisser Weise zu den Sklaven unserer eigenen Technik werden. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Wir müssen uns klar machen, dass wir diejenigen sind, die diese Dinge hervorgebracht haben, dass es ein Stück weit Formen der Spiegelung sind, in denen wir etwas über uns selbst auch daran erkennen und uns in der Welt ermächtigen können, aber dass das nicht keine eigenständigen Entitäten sind. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis dabei. Und wenn wir uns dann einfach nur noch von unserer eigenen Technik leiten lassen, dann werden wir zu dem Sklaven von dem, was wir eigentlich selber in Gang gebracht haben. Und das ist so das Fatale. Und ich glaube, darauf müssen wir immer wieder hinweisen. Und deshalb ist diese ganze Redeweise von nächstem Level der Evolution, glaube ich, eine fatale, weil sie schon suggeriert, dass KI eine selbstständige Entität sei. Und das ist sie nicht. Das heißt, damit reproduzieren wir schon ein Selbstmissverständnis. Und deshalb wehre ich mich da so dagegen. Ich merke schon, ich bräuchte dringend künstliche Intelligenz, um die Wortmeldungen gerecht zu verfolgen. Oh, danke, Herr Professor, dass Sie das Mikrofon direkt hinuntergebracht haben. Vielen Dank für Ihre Initiative. Ja, genau. Wollten Sie noch oder möchtest du noch was wegen dem Mikrofon sagen oder möchtest du dann eine Frage stellen oder eine Wortmeldung? Gut, dann 1, 2, 3 gehen wir so von vorne nach hinten mal durch. Aber ich möchte, glaube ich, zuerst vorher durchzählen, bevor wir mit dem Reden beginnen, weil sonst werden das 7 Meldungen, das ist zu viel. 4 sind ausreichend für eine Runde. Aber es war, Entschuldigung, Anna, Professor Kautek und da 1, 2, 3, 4. Machen wir mal her vorne, aber ich weiß, Sie waren vorher schon. Schauen Sie, so ist menschliche Intelligenz unzureichend. Gell? Jetzt bräuchte man es, wirklich. Gut, also dann 5 Wortmeldungen, einmal 4 da vorne und eine da hinten und die anderen kommen in die nächste Runde. Ich würde gerne eine Frage an Herrn Ebner stellen und eine an Herrn Ratgeber. Herr Ebner, Sie haben ja dargelegt, wie schwierig die Verantwortungsfrage auf diesem Gebiet ist. Nun gehe ich davon aus, dass die Fragen für Computer, und seien sie noch so groß, gelöst sind. Also ist im Grunde die Frage, wo liegt das Problem der künstlichen Intelligenz gegenüber Computern oder Großcomputern? Ich kann mir natürlich vorstellen, man könnte die künstliche Intelligenz, wie Herr Ratgeber gesagt hat, behandeln als Personen. Das wäre dann die Haftung für Bedienstete. Aber es gibt natürlich auch die Produkthaftung. Und diese beiden Haftungen
können sich widersprechen. Also worin sehen Sie die eigentliche Problematik gegenüber der Situation mit Computern bzw. Großcomputern? Herr Ratgeber, wenn Sie erlauben, würde ich Ihnen gerne eine Frage zu Ihrem Vortrag stellen. Sie haben die Entwicklung der künstlichen Intelligenz dargestellt anhand der Industrie. Industrie 1.0 bis 4 und so weiter, beginnend mit 1750. Ich meine, das ist nicht die entscheidende Entwicklung. Die entscheidende Entwicklung ist nach meiner Auffassung, aber vielleicht teilen Sie die nicht, immer die Erfindungsseite, die wissenschaftliche Seite. Und deswegen gibt es bei der künstlichen Intelligenz bereits 100 Jahre vor 750 die erste Maschine, und die war von Pascal die Rechenmaschine. Und noch vor 1750 hat Leibniz das binäre System entwickelt, das ganz entscheidend, wie Sie wissen, besser als ich, ist für die ganze Computerentwicklung. Es gibt auch keinen Quantencomputer ohne eine Quantentheorie. Also die entscheidende Frage, so interessant die Industrieentwicklung zweifellos ist, das ist nicht das Problem. Aber das Entscheidende ist die innere Seite, die erfindungs- und wissenschaftliche Seite. Erst kommt die Wissenschaft und dann die Industrie. Würden Sie mir dazu stimmen? Bitte. Vielen Dank für die tollen Beiträge und die Fragen und die Antworten. Ich habe zwei Fragen. Ich bin bei der Darstellung von Industrie 1 bis 4 auch. Meine Frage ist, all diese Entwicklungen sind für das Erleichtern des menschlichen Lebens gedacht am Anfang und für die Optimierung und für die gewinnorientierten Geschäftsleute. Ich glaube, die erste Variante ist auf der Strecke geblieben mittlerweile und das Leben des Menschen ist immer stressiger geworden. Das heißt, mit jeder Erfindung erhofft sich der Mensch ein leichteres Leben, mehr Freizeit vielleicht, um zu lesen, um die Natur zu genießen, wozu der Mensch da ist. Sie haben angefangen mit dem Kardinalkönig. Das ist auf der Strecke geblieben. Und warum? Warum profitieren wir Menschen nicht von diesen Erfindungen, damit unser Leben leichter, leichter meine ich nicht faul, das muss auch klargestellt werden. Die zweite Frage, all diese Erfindungen basieren auf Daten, auf Verbindungen, auf Stromversorgung. Die letzten Kriege der Zeit haben uns gezeigt, dass man mit einem Knopfdruck zudrehen könnte. Wo oder wie schaut dann unser Leben aus, wenn wir so viel darauf angewiesen wären und werden wir unbedingt, wenn so ein Fall eintritt und es ist passiert? Danke. Ja. Dankeschön. Es kommen alle fünf dran. Es kommen alle fünf dran. Mich bewegt die Frage der Verantwortung, gerade auch bei den Abschlussarbeiten an Hochschulen oder an Schulen. Wir haben ja die Diskussion, dass sehr intensiv nachgeforscht wird, ob jemand irgendwo abgeschrieben hat in einer Dissertation. Wie machen wir das jetzt mit der Verwendung der künstlichen ChatGPT? Wäre es nicht denkbar, dass wir einfordern, dass anstelle eines Literaturverzeichnisses, wo die Quellen genannt werden, auch genannt werden, welche Abfragen sind an welches Programm, an welche gegangen? Das schiene mir eine Lösung, dass die Schüler oder die Studenten, Studentinnen eigentlich dazu veranlasst werden, das, was sie abfragen, so zu dokumentieren. Dann wäre es denkbar und dann könnte man nachher auch darüber sprechen. Das wäre der eine Vorschlag. Etwas, was mir jetzt noch gekommen ist in der Diskussion, wie ich vor 40 Jahren am MIT oder vor 45 Jahren studiert habe, dynamische Programmierung, lineare Programmierung, war die Propagierung dieser Techniken, das sind Optimierungstechniken, gehen sehr stark hinein, wie finde ich eine Lösung aus vielen Daten. Da war ein starkes Movens dabei, dass diese Verfahren für die Anwender, die wissenschaftlich damit arbeiten und auch für die Nutzer convenient sind. Die Bequemlichkeit, und wenn Sie drauf gehen, gehen Sie zur Smart City, zum Smart Home. Ein wesentliches Bewegungselement ist, das Ganze wird annehmbar, indem dargestellt wird, es wird das Leben vereinfacht, es macht das Leben bequem. Ob das dann gut ist im Sinne der Entwicklung, das könnte man dann fragen.
dazu. Danke sehr. Genau, jetzt die Samira und dann der Professor Kautek und dann... Ich hätte eine Frage an den Herrn Ebner, und zwar beschäftige ich mich im Rahmen meiner Diplomarbeit unter der Betreuung von der Frau Professor mit den rechtlichen Grundlagen und den Fragen, die eben aufkommen bei der Verwendung von künstlicher Intelligenz. Und jetzt ist eine Frage, die bislang ungeklärt ist, die ich mir schon länger stelle. Das Urheberrecht ist ja nur auf menschliches Eigentum, auf geistiges Eigentum. Und jetzt ist die Frage, wenn ich etwas urheberrechtlich Geschütztes nehme und das zum Beispiel ChatGPT eben übergebe und ich dann einen Output bekomme, in dem, ich weiß nicht, Sachen umgeschrieben werden, kann ja per se kein Urheberrecht auf den Output von der Maschine kommen. Und das ist eben die Frage, die mir den Kopf zerbricht, weil das Urheberrecht geht ja verloren. Das können ja auf Bildern genauso wenig, die von künstlicher Intelligenz erstellt werden, Urheberrechte, also es ist kein Anspruch dabei. Und die Frage ist, wie haben Sie vor, das Hand zu haben und wie sollen die Regelungen da erfolgen? Ja, danke für diese Frage. Jetzt noch die letzte Frage von Wolfgang Kautek und dann zurück ins Podium. Zunächst einmal eine Bemerkung zur Leistungskontrolle, die offenbar ein Problem ist, wenn wir das automatisieren können. Ich habe das Glück, dass ich vor meiner Forschungskarriere eigentlich in der Industrie war und dort habe ich schon gemerkt, dass meine Forschungsberichte, die ich verschriftlicht habe, es geht um Verschriftlichung, dass die von meinem Manager nicht gelesen wurden in einem großen internationalen Konzern, sondern er hat verlangt, dass ich in 5 Minuten die wesentlichen Dinge darstellen kann. Das müssen wir üben. Die Verschriftlichung ist tatsächlich wichtig, aber wesentlich in der Arbeitswelt, in der modernen Arbeit, ist immer noch die mündliche, verständnisvolle Darstellung. Das wollte ich nur mal sagen als Feedback aus der Arbeitswelt. Und dann eine Frage an den Philosophen. Wir haben uns an der Universität Wien in Seminaren Künstliche Intelligenz und Ethik in den Naturwissenschaften in den letzten paar Jahren damit beschäftigt, ob eventuell, nachdem die Hardware, und die ist noch nicht angesprochen worden heute, die Hardware der künstlichen Intelligenz, ob die eventuell in die Richtung unseres Gehirns gehen kann, indem sie plastisch wird. Und da kann die Materialwissenschaft unter Umständen auch noch was beitragen. Würde das an Ihrer Darstellung etwas ändern über künstliche Intelligenz? Ich schlage vor, das waren jetzt sehr viele philosophische Fragen dabei, aber nicht nur, dass wir bei Ihnen, Herr Professor, anfangen und dann die Runde wieder so zurückgehen und mit den Daten bei Ihnen dann und Urheberrecht enden. Und ich will überhaupt keinen Stress machen, nur einfach einen Zeitüberblick geben. Wir haben jetzt 20 Minuten, um dieses Podium noch abzuschließen und abzurunden und dann gibt es Erfrischungen draußen. Ja, das waren jetzt sehr, sehr viele Fragen und alles ganz, ganz tolle Fragen auch, die man vermutlich nicht in 20 Minuten, auch nicht in 2 Stunden kurz beantworten kann. Deshalb muss ich jetzt eine Art von Auswahl treffen. Also Sie hatten ja gesagt, dass Sie es merkwürdig finden, dass Sie das jetzt an den technologischen, industriellen Entwicklungen, dass ich das daran festgemacht habe. Der Grund, warum ich das gemacht habe, ist, dass Technologien tatsächlich oder Techniken erstmal und dann Technologien wesentlich gesellschaftliche Phänomene sind, die natürlich von einzelnen Proponenten maßgeblich auch mitbestimmt werden. Aber es sind gesellschaftliche Phänomene, die dazu führen, dass sie ganze Gesellschaften in ihrer Organisation transformieren. Das ist der Grund und ich glaube, dass dieser Punkt gerade auch für KI gilt. Und natürlich war Pascal, Leibniz, waren das alles ganz wichtige Entwicklungsschritte, die aber noch sehr stark auf der mechanischen Seite, noch nicht so stark jetzt irgendwie auf der thermodynamischen Seite anzusiedeln waren. Aber das gibt mir jetzt die Möglichkeit, Ihre Frage auch zu beantworten. Naja, warum machen uns diese Technologien, warum ermöglichen die nicht uns das Leben, was wir uns eigentlich wünschen? Warum wird damit nicht genau
dasjenige Paradies eingelöst, was wir uns eigentlich von ihr versprechen. Und das ist genau die Sache. In mancher Hinsicht gilt natürlich, dass Technologien auch eine Erleichterung bedeuten. Das ist ohne Zweifel so. Und da können wir auch natürlich uns, also dass ein großer Wohlstand von den Technologien ausgegangen ist, ich glaube, das steht außer Zweifel. Das würde auch niemand bezweifeln. Trotzdem haben wir nicht den Eindruck, wenn ich mich frage, wie viele Mails ich jeden Tag beantworten muss, dass das eine große Erleichterung bedeutet, dass wir merken, dass in der Entwicklung von neuen Technologien neue Bedürfnisse geschaffen werden, dass Gesellschaften sich so transformieren, dass halt dementsprechend auch einfach wieder komplett neue Anforderungen mitgedacht werden muss. Und das ist diese Schwierigkeit dabei, dass wir nicht sagen, wir haben unsere Bedürfnisse, wir haben unsere Vorstellung, was es heißt, ein gutes Leben, sondern das wird maßgeblich durch die Technologie selbst transformiert. Das heißt, wir haben es hier mit einem Spiegel zu tun, also wenn wir die Technologien hervorbringen, haben die eine Rückkopplung auf uns zurück und transformieren uns als Gesamtgesellschaft. Und das ist etwas, was wir total berücksichtigen müssen, dass wir immer beide Seiten, das Verhältnis wirklich nach beiden Seiten hin deklinieren müssen, ausdeklinieren müssen und dementsprechend uns bewusst werden, dass jede der weiteren technologischen Transformationen wiederum neue Schwierigkeiten hinzubringt, die auch uns wiederum davon weiter entfernt macht von dem, was wir uns eigentlich von Technologie wünschen, nämlich dass es dann zum Schluss irgendwie eigentlich das paradiesische Leben dadurch eingelöst wird. Das ist, glaube ich, eine Vorstellung, die völlig ein Fehlverständnis von Technologie impliziert. Gut, es waren jetzt noch sehr viele andere Fragen, aber ich glaube, jetzt würde ich an der Stelle erstmal weitergeben an die Kollegin. Gerne. Ja, vielleicht ein Wort noch zur Frage, wie man weiter schriftlich arbeiten kann in der Schule, wie man zum Beispiel mit vorwissenschaftlichen Arbeiten umgehen kann. Danke für diese Präzisierung, dass man natürlich die Sachen dann auch kurz fassen können muss. Ich habe die Erfahrung gemacht, kurz fassen kann man die Dinge nur, wenn man sie wirklich gut auskennt. Und das braucht doch dann wieder Zeit. Und ein Ansatz, wir haben uns nicht keine Gedanken gemacht, wir haben uns Gedanken gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass man an allgemeinbildenden höheren Schulen, wenn man schon vorwissenschaftliches Arbeiten trainieren möchte, das in einem Art Seminarbetrieb machen könnte, wo die Schülerinnen und Schüler an der Schule sind, wo ich sie dabei begleite, ich sie auch sehe, auch mit ihnen durchgehen kann, was sie am Computer recherchieren oder ob sie nicht auch vielleicht noch ein Buch dazu nehmen wollen. Es ist eine bisschen vernachlässigte Sache, aber sie sind manchmal auch noch wichtig. Auch diese Möglichkeit oder vielleicht gibt es Dinge, die älter sind und wo ich doch auch mal wo was nachlesen muss. Egal. Aber es wäre die Möglichkeit, man könnte das machen. So schaut ja wissenschaftliches Arbeiten auch aus, dass ich eben sauber recherchiere, mich sauber in irgendeiner Fragestellung kundig mache. Und dann, wenn ich mich gut auskenne, dann kann ich es für den Chef schnell zusammenfassen. Aber das braucht eben was. Und da würden uns schon Dinge einfallen, aber dafür gibt es keine Ressourcen. Das bräuchte Lehrkräfte, das bräuchte Zeit. Da werden Sie mir recht geben, da könnte man interessante Dinge tun, wenn man wirklich will, dass wissenschaftliches Arbeiten gefördert wird. Ich habe da ein bisschen ein Fragezeichen. Wie bitte? Ja, auch da, wir haben vorher darüber gesprochen, Referate zu machen, auch das braucht Anleitung. Das braucht jemanden, der auch ein bisschen was von den Quellen versteht. Wer von uns vorwissenschaftliche Arbeiten betreut hat, wird wissen, das ist Arbeit für die Betreuer, weil die müssen, ich meine, braucht das einem Universitätsprofessor nicht erklären, der muss ein bisschen was über das Thema sich auch aneignen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Ja, das wäre, also es würden uns schon Dinge auch noch einfallen, wie wir das in der Schule auch noch gut umsetzen könnten. Grundsätzlich haben wir unser Hauptproblem, und das ist eins mit der Frage, wie wir wirklich stressfreie und entspannte Arbeitsatmosphäre in Schulen schaffen können, sodass wirklich gelernt werden kann. Das ist für uns ein Thema,
obwohl wir da viel Augenmerk drauf legen. Und da geht es nicht um die Frage, ob jetzt irgendwas gut oder böse ist, sondern es geht einfach um die Frage, gönne ich das den Jugendlichen, dass sie wirklich in Ruhe sich mit einer Materie auseinandersetzen können, damit sie nachher abschätzen können, ob das Verhältnis der Flüssigkeit stimmt, die ich dem Patienten dann initiiere. Und. Und das sind so ganz mikroebene Fragen, die für uns halt relevant wären und wo uns auch Regelungen, auch Anhaltspunkte helfen würden, die wir brauchen, die bräuchten wir, wo wir sagen könnten, okay, ab der Altersstufe macht das Sinn. Es macht keinen Sinn, in der Volksschule mit komplizierten Geräten schreiben zu lernen. Es ist wichtig, dass diese Hand-Hirn-Geschichte einmal auch in Gang kommt. Da gibt es modernste Studien dazu und wir haben ja auch Länder, die wieder sich von Eliteschulen, englische Eliteschulen in Oxford, die ihre Tablets wieder aus den Schulen raushauen, weil es nicht hinhaut. Die sind schlechter als die, die mit der Hand schreiben, übrigens auch im Silicon Valley. Und auch die Professoren im Silicon Valley schauen darauf, dass ihre Kinder vor 14 eher nicht. Danke sehr, das ist eine Herausforderung für die Schulen, aber auch für die ganze Gesellschaft. Danke sehr. Sie haben ganz stark reagiert und ich gebe Ihnen gleich das Mikrofon weiter. Ja, danke schön. Wir haben natürlich als beide im Schulbereich Tätige ähnliche Probleme, gerade was Social Media als Ableckungsquelle, als, sagen wir, eine neue Ebene des Peer Pressures angeht, das eigentlich per se nicht künstliche Intelligenz ist, sondern schon vor dieser Problematik aufgetreten ist und wo bei uns jetzt auch die Frage aufgetreten ist, wie wir über die Regulierungen zu künstlicher Intelligenz uns Gedanken gemacht haben. Bei Social Media haben wir es verschlafen. Bei Social Media haben wir für die Schulen verabsäumt, sinnvolle Regelungen zu treffen, die Schüler schützen, die da klare Regelungen setzen. Wir haben bis jetzt keine klare Social Media Regelung. Wir machen uns aber über KI Gedanken und eigentlich müssen wir uns über beides simultan Gedanken machen, weil beides geht Hand in Hand. Es werden von den Social Media sehr viele Machine Learning basierte Algorithmen genutzt, auch, aber es ist Teil des menschlichen Verhaltens geworden. Es hat unser eigenes Verhalten massiv verändert und geprägt, egal in welcher Altersgruppe. Und je mehr man damit aufwächst, umso stärker wird man davon geprägt. Und daher, das ist mit vielleicht ein Teil, dass man das gleich mit berücksichtigen muss, gerade wenn man sich über Digitalisierung und die Verantwortung in dem Bereich Gedanken macht. Um auf die Abschlussarbeiten zurückzukommen. Es gibt natürlich auch Algorithmen, die wieder detektieren, ob etwas von ChatGPT oder einem anderen derartigen Programm trainiert wurde. Es wurde vorgestellt, dass man da dieses verstärkende Lernen hat und de facto ist es für einen Menschen nicht mehr möglich, das festzustellen, sondern wird eine KI gegen eine andere ausgespielt. Und die trainieren sich gegenseitig, dass der eine den anderen erkennt. Und daher auf die Art und Weise funktioniert das. Das ist ein bisschen eine Balance des Schreckens, weil immer wenn der eine etwas dazulernt, dann verliert plötzlich der andere wieder mehr, dann muss der was dazulernen und so weiter und so fort. Und daher, das ist kein 100% foolproof System, auf das wir uns verlassen können. Interessant war der Vorschlag, mit dem man soll doch die Prompts eingeben oder angeben. Genau dieser Vorschlag wurde vor 4 Tagen bei der Besprechung, wie man damit umgehen könnte im Rahmen der Abschlussarbeiten, von den BHSen gebracht und als äußerst produktiv empfunden. Und es wird auch schon von mehreren HTLs genauso gehandhabt, seit dem jetzt vergangenen Mai als Abschlussarbeiten eingereicht wurden. Das heißt, das ist sogar schon in manchen Schulen gängige Praxis. Dafür in anderen ist es Praxis geworden, dass man den Literaturteil komplett rausstreicht, weil der kann ja generiert werden. Das ist vielleicht nicht so der optimale Weg, um kritisches Denken und Hinterfragen und gerade Quellenrecherche zu fördern. Um kurz zurückzukommen auf, was braucht die Industrie, dass man zusammenfassen kann, dass man das kurz und konzise halten kann. Sie haben die Schülerinnen und Schüler heute erlebt, die haben in 5 Minuten relativ viel zusammengebracht.
Die sind das nämlich gewohnt. Die müssen das 2 bis 3 Mal pro Semester machen für ihre Projekte und Arbeiten, die sie da vorstellen müssen, weil wir eine berufsbildende höhere Schule sind, weil das Teil ihres Ausbildungsschwerpunkts ist und weil sie für den Beruf und die Industrie und nicht nur für die zukünftige akademische Laufbahn ausgebildet werden. Daher, das ist in HTL gängige Praxis und ich glaube, die AHS würde sich wünschen, dass es dort auch so wäre. Ja, Herr Magister Ebner, Urheberrecht, Rahmenbedingungen, wie schaut's aus? Ich möchte vielleicht zunächst auf die erste Frage eingehen, die gekommen ist, beziehungsweise die Anmerkung, warum nicht einfach, ich sage jetzt einmal in Analogie, das Produkthaftungsrecht, besteht ja auch aus mehreren spezifischen Bestimmungen, auf künstliche Intelligenz und die rechtlichen Rahmenbedingungen anzuwenden. Ich glaube, man muss da jetzt wirklich doch tatsächlich entscheiden, was ist eine Robotiklösung und was ist eine künstliche Intelligenz. Eine Robotiklösung, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Eine Robotiklösung, und das ist, wir haben das selber, also in eine Behörde, die in meinem Verantwortungsbereich gehört, die Stammzahlenregisterbehörde, dort haben wir eine Robotiklösung jetzt schon seit Jahren im Einsatz. Da gibt es aber klare, programmierte Angaben. Wenn ein Antrag hineinkommt und der die und die Kriterien erfüllt, wird er dieser Person zugewiesen, wenn er die und die Kriterien erfüllt, wird er dieser Person zugewiesen. Das heißt im Endeffekt, das ist eine immer wiederkehrende Schleife, die vorher eine Person machen musste, deswegen ist dieser Akt bzw. dieses Schriftstück meistens tagelang irgendwo herumgekugelt oder eher so lange liegen geblieben, bis er an der Reihe war. Das ist heute im Sekundenbereich wird das zugeteilt. Da gibt es eine klare Regel, wenn A dann B, wenn C dann D und so weiter und so fort. Verändert sich auch nicht. Die künstliche Intelligenz, und das ist der große Unterschied, die verändert sich sehr wohl. Da gibt es jemanden, der hat irgendwann einmal die ersten Regeln aufgestellt und hat im Endeffekt aber dann diesem System gesagt, so, und jetzt mach du oder mach es. Sprich, diese Lösung hat sich von selbst weiterentwickelt und perpetuiert. Und wenn Sie jetzt hergehen würden, ich sage jetzt einmal nach einiger Zeit, wenn sich diese künstliche Intelligenz weiterentwickelt hat, jetzt kann sich die positiv weiterentwickeln, kann beispielsweise, wie das ja auch im medizinischen Bereich heute schon zur Anwendung kommt, können Diagnoseergebnisse zum Beispiel in der Radiologie können sukzessive verbessert werden und werden immer qualitätsvoller und besser. Es kann aber auch passieren, dass es in die andere Richtung geht. Es kann irgendwann einmal sein, ich möchte das jetzt fast steirisch ausdrücken, die irgendwann einmal falsch abbiegt und dann irgendwann sich, ich sage jetzt einmal, ich möchte nicht den Teufel an die Wand machen, aber in irgendetwas verwandelt, was eigentlich, ich sage jetzt einmal, für die Menschheit oder für das Zusammenleben jetzt nicht gar förderlich wäre. Und das ist auch eine große Gefahr, die so mancher, sage ich jetzt einmal, Stichwort kriminelle Energie etc., wo diese Dinge ja auch zum Einsatz kommen, sich sehr wohl auch in eine falsche Richtung entwickeln kann. Und jetzt wird Ihnen der irgendwann einmal die Ursprungslösung oder sage ich mal, die Ursprungssystematik aufgestellt hat für eine künstliche Intelligenzlösung, sagen, ja, sorry, das, was dabei jetzt hinausgekommen ist oder die Schlussfolgerungen, die aus dieser KI jetzt gekommen sind, die haben nichts mehr mit dem zu tun, was ich eigentlich ursprünglich programmiert habe. Da ist es dann ganz wichtig, glaube ich, Dokumentation. Die Frage, und das kann man sicherlich, glaube ich, auch einer künstlichen Intelligenz mitprogrammieren, du hast dich auch zu dokumentieren. Wenn das nämlich nicht passiert, dann wird es ganz schlimm. Dann kann ich nämlich nicht einmal mehr nachvollziehen, wie diese KI eigentlich zu den Schlüssen kommt. Das ist grundsätzlich schon wahrscheinlich bei einer gewissen Quantität an Operationen beziehungsweise an Rechnungen, an Rechenleistung, die aufgewendet wurde, wahrscheinlich schon für den Menschen der ein oder andere Gedankengang oder künstliche Intelligenzentwicklungsgang eigentlich, müsste man es fast sagen, eigentlich wahrscheinlich schon schwer fassbar. Also insofern, es ist definitiv einmal ein erster Ansatz. Ich bin mir nur nicht 100% sicher, dass es mit dem allein getan sein wird. Ich glaube, das muss man sich wirklich mit aller Sorgfalt anschauen. Um auf die Frage des Urheberrechts kurz einzugehen, ganz ehrlich, wenn ich auf diese Frage eine Patentantwort hätte, wäre ich sofort bei meinem Staatssekretär, würde sagen, du pass auf, ich habe die Idee, wir schreiben einen Ministerratsvortrag, ab damit und wir haben die Lösung. Das Problem ist nur, das ist wirklich schwierig. Und Sie haben selber, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, das Beispiel mit ChatGPT gebracht. Dort, wo eine bestimmte KI-Lösung durch eine Person oder meistens sind das Konzerne oder Firmen angeboten werden, und das ist im Endeffekt, sind wir uns ehrlich, das ist der Business Case, warum eigentlich
eine Microsoft, eine Meta, der Mutterkonzern von Facebook und andere, Milliarden und nicht einmal, sondern pro Jahr in die Weiterentwicklung dieser Systeme steckt, weil dahinter natürlich auch ein Geschäftszweig nicht nur vermutet wird, sondern aufgebaut wird. Wir waren mit dem Herrn Staatssekretär im Juni in Korea und haben uns dort auch die, auf zwei Universitäten die Entwicklungen angeschaut und die haben uns dort erzählt, dort werden pro Jahr 60 Milliarden nur in die Forschung gesteckt. Und das ist kein öffentliches Geld, sondern das ist zum Großteil auch Geld, das von großen Konzernen kommt, weil dort das große Business natürlich vermutet wird. Und genau diese Firmen werden natürlich, wenn sie eine Lösung anbieten, definitiv auch auf die Urheberrechte pochen. Da bin ich mir fast sicher. Bei ChatGPT, das ist ja ein bisschen wie eine Open-Source-Geschichte entstanden. Eine andere Lösung, Bard, die von Google kommt, da können Sie sich fast sicher sein, wenn Sie etwas von einem generierten Text verwenden, der von Bard kommt, was von der Qualität derzeit, und wir haben das einmal in den ersten Wochen und Monaten ausprobiert, noch derzeit recht weit hinten ist und da also noch auch sehr weit hinter ChatGPT ist, werden die definitiv wahrscheinlich zumindest auf die Urheberrechte pochen. Das Problem ist nur, das brauche ich Ihnen glaube ich nicht sagen, es gibt dazu noch wenig bis gar keine Judikatur. Das heißt, es hat sich noch kein Gericht, damit ihr auch wirklich mit dieser Frage beschäftigt, wo sind im Endeffekt auch dann die wirtschaftlichen Interessen zuzuordnen und um die geht es am Ende des Tages. Das muss, so ehrlich müssen wir sein, dass da im Endeffekt natürlich auch der Aufbau eines sehr großen Geschäftszweigs sein wird, da werden diese Konzerne und diese Firmen definitiv auf ihre Urheberrechte pochen, bin ich mir fast sicher, wenngleich das so noch nie tatsächlich auch erörtert wurde, diskutiert wurde. Das heißt also, es ist eine sehr, sehr komplexe, diffizile Frage, wo es keine abschließende Antwort gibt. Eines ist aber ganz sicher, es wird sicherlich keine Antwort sein, die wir beispielsweise als Österreich allein geben können. Das ist eine Frage, die definitiv zumindest, was unsere Ebene betrifft, auf europäischer Ebene gelöst werden muss und wird definitiv noch eine große Herausforderung werden. Bin überzeugt davon. Ja. Wie künstliche Intelligenz insgesamt eine globale Herausforderung ist und bleibt noch auf absehbare Zeit, große, große Chancen beinhaltet, aber natürlich auch Gefahren und wohl eher noch nicht das Paradies auf Erden, wie Sie das genannt haben, Herr Professor, bringen wird. Wir haben jetzt nicht alle Fragen beantworten können. Es gibt dann draußen, aber bitte bleiben Sie noch sitzen, es gibt dann noch ein bisschen Imbiss und ein bisschen Getränke, bei denen man manche Fragen noch abrunden kann. Bitte um Entschuldigung bei denen, die heute die Hand oben hatten und noch nicht zu Wort gekommen sind. Herzlichen Dank auch an den Techniker, der ganz spontan eingesprungen ist und den ganzen Nachmittag aufmerksam dabei war. Und vielen Dank natürlich ans Podium, Herr Professor Rathgeber, Herr Büroleiter Ebner, Frau Professorin Bosekani und Frau Direktorin Poledner. Danke fürs Kommen und fürs engagierte Mitdiskutieren. Und jetzt übergebe ich wieder an die Frau Präsidentin Magda Krön. Ich finde, es war eine tolle Veranstaltung, also ich bin ganz begeistert, was da gelungen ist mit Ihrer Hilfe. Es war, ich finde, es war vielfältig, es war hands-on, es war viel Kommunikation, Gespräch mit den jungen Leuten. Vielen herzlichen Dank ans DGM. Also in den vielen Einzelgesprächen ist sicher eine Menge passiert, dass man auch einfach das Gefühl hat, man kann in Austausch kommen miteinander. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen allen. Wir haben ein ganz tolles Geschenk, nämlich das ist für Ihre analogen Recherchen. Sie haben sicher einen Bleistift zu Hause und da kann man dann, also es ist ein kleines Geschenk, aber eine Anregung, oder brauche ich Ihnen nicht geben. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Das ist eigentlich nur ein Notizbuch.
Ja, aber wir haben ja gelernt, ich glaube nicht nur heute, aber ich habe vor kurzem gelesen, die wichtigsten Fähigkeiten sind eigentlich Sport, Musik und praktisches Tun, Werken, Malen und so weiter. Und dafür ist das da. Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen allen fürs Kommen, für Ihre sehr interessanten Beiträge bei den Fragen. Man könnte noch eine Stunde mindestens diskutieren, glaube ich. Dankeschön und herzlich willkommen draußen zu Getränken und einem kleinen Imbiss.